knippst am Bildschirm, immer voller Scham. Lächelt in die Kamera, das Herz fühlt sich warm. Mit Spaß und Energie bringt sie uns zum Lachen. Ihre Stimme wie eine Melodie kann den Alltag gut machen. Oh Miss Knirpsbiene, du machst uns alle froh. Mit deinem Lachen, Biene, du bist unser Star im Studio. Gehen schnell mit dir an unserer Seite. Du bist unser Engel auf dieser bunten Seite. Mit jedem Klick sind wir dabei bei deinem Abenteuer live. Miss Knirps führt uns durch den Tag, jeder Augenblick macht uns high. Oh Miss Knirpsbiene, du machst uns alle froh. Deinem Lachen, Biene, du bist unser Star im Studio. Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen Abend wünsche ich euch und herzlich willkommen. Ja, wir spielen weiter Silent Hill und wir sind im Apartment. Und ja, wir lassen uns überraschen. Ich schalte kurz um, damit ihr was sehen könnt. Hallihallo, da bin ich. Heute mit Webcam. Schauen wir mal, wie oft ich mich erschrecken werde. Gut. Schauen wir, ich hoffe, es ist nicht allzu laut. Und ja, ich wünsche euch viel, viel Spaß. Und wir lassen uns dann überraschen, ne? So, Funkte. Vielen Dank. Gut, weiter geht's. So, gut, wir sind in den Apartment. So, ich hoffe, dass es passt. So, dass ich mich kurz wieder auskenne. Ah, da ist die Karte. Gut, wo müssen wir hin? Okay, da haben wir eh einiges vor uns. Ja, ja, da haben wir. Da haben wir genug von uns. Mama. So, das wollten wir nicht. Gut. Ich weiß gar nicht, uns weh. Sucht das eh nicht. Ja. Oh je. Was haben wir denn da? Rätsel. So, drei glänzende Münzen, fünf Löcher darin. Unter dem Baum sitzt sie, singt vor sich hin. Der Wind, er weht, der Magd in den Rücken.
Allein wächst das Blümelein voller Entzücken. Und dann kam der Mann so edel und schmal, mit goldenen Augen im Mondlicht aschfahl. Ja, so, anscheinend brauchen wir da Kugeln. 1, 2, 3, 4, 5. Sonst kann ich hier nichts machen. Gut, Augen auf, wir müssen sammeln. Also da müssen wir öfters her, okay. Jo, welche Richtung überhaupt? Da geht's nicht. Okay, das ist gesperrt. Warum ist es hier gesperrt? Sehr geehrte Anwohnerin, bezüglich Ihrer Beschwerde über die Schüsse aus Apartment 217 haben wir mit dem Mieter Kontakt aufgenommen und er hat uns versichert, dass er keine Schusswaffen besitzt. Er war sehr kooperativ und gewährte uns Zugang zum Apartment. Er hatte recht, denn wir haben keine Waffen und auch keine Spuren von Waffengebrauch gefunden. Sollten Sie Geräusche andauern, informieren Sie bitte den Hausmeister. Mit freundlichen Grüßen, die Verwaltung der Woodside Apartments. Schüsse. Okay. Was hast du jetzt markiert? Wo hast du was markiert? Ah, 217, okay. Passt. Gut, das heißt, wir werden auf 217. So, kann ich da durch? War ja klar. Das war klar. Ich würde nur interessieren. Hello? Is anyone there? Hallo. Hilfe. Gut, gehen wir richtig? Das ist eine gute Frage. Okay, da gehen wir rauf. Ah, das
sind wir da? Nein, ich sollte, ich glaube, ich schaue erst einmal mich unten alles an. Nicht, dass wir was vergessen. Nur so aus Neugier, was war das gerade? Will ich es wissen? Nein, ich will es nicht wissen. Ich sehe es jetzt schon. Ich werde mich ordentlich in die Hosen machen. Haben wir Besuch? Pistolenkugel. Keine Objekte, okay. Gut, also wir müssen offen. Dann gehen wir rauf. So, wo sind wir jetzt? Das ist der Gang. Das hat sich, ja. Wir sind nicht alleine. Will ich denn überhaupt hier rein? Ich weiß nicht. Ich traue mich nicht. Ach Gott, na. Puppen. Aber da ist eine Taschenlampe. Hilfe. Ich hoffe, da kommt. Okay, da wird sicher irgendwas kommen. Ach Gott, Achtung, meine Lieben, ich ahne Schlimmes. Du Heilige. Medizin. So, wie drehe ich das Ding jetzt auf?
ausrüsten, ja. Eine Taschenlampe. Brusttasche. Und wie schalte ich das ein? Was kann er, gell? Wie kann ich diese Taschenlampe einschalten? Ah, okay. Super. So, was war das jetzt für ein Viech? Wo liegt der überhaupt? Oh mein Gott. Ein Schlüssel. Gut. Müllschacht. Also ich. These clothes. Diese Kleidung. Okay. Passt, greift uns da eh nichts an. Ich hoffe. Ich komme gleich, meine Lieben. Bin gleich wieder da. Heiß. So, verletzt sind wir eh nicht. Okidoki, weiter geht's. Wo sind wir jetzt? G202. Hätten wir einen Schlüssel, haben wir jetzt auch. Diese Puppen sind so grauslich. Okay, macht er die Tür zu. Oh je, meine Lieben. Zweihunderteins. Müllschacht. Geht das? Na, no, geht nicht. Gut. Ich hoffe, wir haben genug Batterie für die Taschenlampe. Kann ich da mit dem Schlüssel auch nicht? Okay. Und dann weiter rauf. Oh, Hilfe, ich werde durchschlagen. Da fliegen schon Sachen entgegen. Ach Gott, was kommt noch alles?
momentan im Prinzip. Ich muss da leider aufmachen, weil es ist viel zu heiß. Na, da ist kein Schloss. Ach Gott. Finde ich auch eine Waffe oder nur Munitionen? Okay, da komme ich auch nicht hin. Wird das markiert? Irgendwie kann ich die Karte nicht aufmachen. Jetzt. Okay, jetzt wird es markiert, da ist zu. Gut. Dann gehen wir runter, tun wir speichern. Irgendwo müsste der Müllschacht sein. So, ich hoffe. Ah je. Wir können sicher mal speichern. Ja, da eine super. So. Gut, wo ist jetzt der Müllschacht? Alles klar. So, das kenne ich, das muss ich irgendwo hinschieben. Wetter. Warnung, Müllschacht außer Betrieb, bitte nicht benutzen, bis das Problem behoben ist. Lass mich raten, ich muss das Ding da hinschieben. Da sonst irgendwas, was ich nehmen kann? Na. Puh, also mir pumpt jetzt schon mein Herz. Auch nichts, was ich
Okay, wird mir nichts anderes wohl überbleiben. Ich will nicht rein. Ich werde eh wieder attackiert. Mein Radio spinnt. Hilfe! Ich würde gerne Munition oder eine Waffe auch dazu haben. Mord an den Lucane-Geschwistern. Täter begeht Selbstmord in Haft. Super, fängt schon gut an. Walter Sullivan, der Täter des jüngsten Mordfalls, wurde tot aufgefunden, nachdem er sich am Morgen, den 22. in seiner Gefängniszelle das Leben genommen hatte. Laut Polizeibericht wurde Sullivans Tod durch Blutverlust verursacht. Er hatte sich die Halsschlagader mit einem Suppenlöffel durchtrennt. Krieg jetzt schon Gänsehaut. Der 2 Zentimeter tief in seinem Hals steckte. Na, Prost, Mahlzeit. Sullivan wurde am 18. dieses Monats wegen des brutalen Mordes an Billy und Miriam festgenommen. Ein ehemaliger Schlucker-Merat von Walter Sullivan aus dessen Heimatstadt Pleasant River nahm den mutmaßlichen Täter nicht als Kindermörder wahr, gab jedoch zu, dass Sullivan kurz vor seiner Verhaftung unter schwerer Paranoia gelitten habe. Er plapperte allerlei seltsame Zeug vor sich hin, wie er versucht, mich umzubringen. Er versucht, mich zu bestrafen. Das Monster, der rote Teufel, vergib mir, ich habe es getan, aber das war nicht ich. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, war er wohl irgendwie verrückt, erinnert sich der Schluckkamerad. Na super. Wo bin ich hier? Bitte eine Waffe. Warum ist da nichts drin? Ach Gott. Wo ist da wer? Bitte schreck mich nicht. Deine Tür da. Na, welche Tür? Ratte. Okay, da ist zu. Da geht's nicht, da geht's nicht. Okay.
Muss sein. Bevor wir weitergehen, muss ich trinken. Auch nicht. Super. Was ist hier? Ich möchte eine Waffe. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Das schaut ja ekelhaft aus. Er hat zwei Füße. Ah. Zwei seitlich. Zwei seitlich. Eins. Zwei. Bleib unten. Bist du tot? Danke. Weg damit. Falsch. Wir haben nicht mehr viel Medizin. Waffe war super. Kriege ich eine Waffe? Ich habe so viel Munition, ich brauche Waffen. Das gibt es ja nicht, dass man da... Schau, schon wieder Munition und keine Waffe. Und speichern wäre auch nicht schlecht. Ich will ja nicht jedes Mal zurücklaufen. Gut, da geht es auch nicht weiter. Warum muss es hier so stockfinster sein? So, und jetzt... Doing here. Super, und jetzt komme ich nicht hin zu diesem verdammten Schlüssel. Oh. Ich komme da nicht durch, ne? Auch nicht. Nein.
Das ist schlecht. Jetzt, wie komme ich da hin? Im blöden Fenster, ne? Man muss da irgendwie kommen nicht runter. So, danke. Darauf. Aber wir. Da komme ich auch nicht drauf. Ah, echt jetzt. Das ist echt blöd. Ach ja, so jetzt bin ich hier. Die Tür habe ich, glaube ich, gar nicht probiert. Auch nicht durch. Wir speichern kurz. Ich speichere. Geh rein da. Geh rein da. Geh rein da. Oh Gott. Ist das euer Ernst? Dann zwei. Echt jetzt?
Jetzt will ich eine Pistole haben. Man kann nie wissen. Ihr wollt mich wirklich veräppeln. Gib mir Medizin oder Waffe. Medizin oder Waffe. Valentinstag. Gibt's hier noch was, was wir brauchen könnten? Irgendwas hat er jetzt aufgezeichnet. Wo sind wir denn? Schön liegen bleiben. Warum wieder ständig? Ah. Ich weiß ja nicht einmal, welche Objekte der will. Ich habe nirgends was gesehen oder gefunden. Mit den Zahl weiß ich auch nicht, was er will. Aber sicherheitshalber speichere ich trotzdem. Sicher ist sicher. So. Jo, ich habe keine Ahnung. Da müsste ich dann weitergehen anscheinend. Was kommt denn da? Oh mein Gott. Hilfe.
Hilfe, das hört sich nicht gut an. Der wird da drin sein, ne? Oh mein Gott, ich will da nicht rein. Kriege ich eine Waffe, bitte? Das wäre cool. Eine Waffe, bitte. Da ist was im Schrank. Schaut nach Hände aus. Oh mein Gott. Ich will das nicht aufmachen. Ist jetzt so ein Ding? Griff mit goldenen Apfel. So, und ich hoffe jetzt wirklich, dass dieses blöde Hochzeitskleid mich nicht attackiert. Okay, sonst. Es ist noch irgendwas hier. Ah, die Schlüssel. Die Schlüssel. Korridorschlüssel. Da ist niemand. So, jetzt war's derjenige, diejenige sowieso. Einsame Blume. OP82, Nummer 3, Robert Schumann. Ich will eine Waffe. Da ist sicher was. Ich frage, wo, links oder rechts? Quite the artist. Gib deine Waffe. Das nehme ich auch. Okay.
Gut. Wir haben eine Kugel. Zahl 3 und 4. Komme ich nicht durch. Irgendwo wird immer was kommen. Ist da was? Man muss ihn geradeaus. Rein. Egal was passiert, wir speichern. Ach Gott. So, dann tun wir das blöde Kugel da rein. Passt nicht, super. Super. Gut, wo muss ich denn jetzt hin? Da waren wir eh schon überall. Wo brauche ich den goldenen Apfel? Nicht. War hier irgendeine Tür, wo wir nicht aufmachen haben können? Ist der wirklich tot oder tut er nur so? Wäre nicht das erste Mal.
Aber wo muss sie hin? Da mal nicht. Da auch nicht. Du bleibst schön liegen, bitte. Hilfe. Oh mein Gott. Das gefällt mir nicht. Bitte eine Waffe. Das Radio spinnt. Na, nicht mach auf. Da ist was drin, aber ich komme nicht hin. Ha? Muss ich da hin? Dahin. Okay, bitte gib mir was, wo ich mich besser verteidigen kann. Das super. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Warum ist hier so stockfinster? Mich veräppeln. Was kommt da raus? Mein Gott. Kann ich nicht speichern? Ich will da nicht durch. Wo bin ich? Aufgrund der laufenden Renovierungsarbeiten werden alle Mieter gebeten, die dritte Etage des Gebäudes nicht zu betreten. Warum wohl? Mit freundlichen Grüßen der Verwaltung. Warum wohl? Na, ich will da. Na, ich hab da sonst nichts. Nächste Tür. Ich schwöre, wenn da jetzt irgendwas rausspringt, dann.
an. Da ist überall nichts. Ich würde gerne eine Pistole auch dazu haben. Warum so viel Munition? Kann mir wer sagen? Warum steht hier ein Einkaufswagen? Was kommt jetzt? Okay, da wurde geschossen. Ja, eine Waffe. Natürlich nehmen. Halten, um zu zielen, drücke RT, um zu schießen. Okay, aber das ist mega verdächtig, dass so viel Munition da liegt. Aber wir haben eine Waffe. Das ist gut. So, passt. Jetzt fehlt uns eine Tür. Ich glaube, ich weiß schon. Aber wo war das jetzt? Was war das? Hilfe. Entweder sterben wir oder sterben wir. Da komme ich nicht rein. Da gehe ich zurück. Muss zurück. Warte. Da sitzt ja wer, oder? Hallo? Hallo? Du warst vorher nicht da. Und jetzt werde ich angegriffen. 212. Du warst vorher nicht da. Bitte nicht. Der lebt noch. Lebt 100 Kronen. Der war vorher nicht da. Wo ist 112? 212. Da unten. Aus sie geradeaus. Tschüss. Schlaf gut. Weiter. Ich tu dir nichts. Na super. Und wie komme ich jetzt raus? Zwölf.
niemanden belästigen. Aber das nehme ich gerne, denn ich habe wenig. Hätte ich da dann noch eins, das wäre toll. Da. Ich muss aber darüber. Das ist so mies, dass man netto öfters speichern kann. Okay, drei Schuss. Aber das hat, da ist noch eins. Wo bist du? Wo hast du dich versteckt? Das her. Noch ein Foto. Der bescheidene Beginn einer Karriere. Okay. Ah. Suchen, wenden, sieben, vier, drei, sieben, stimmt das? Wo muss ich? Wo muss ich den Code eingeben? Ja, eine gute Frage, so. Welche Richtung? Okay, diese Richtung mal nicht. Ich muss jetzt da die Runde, ne? Sonst kann ich nirgends hin. Bleibling. Ah. Das ist gut. Ich will speichern. Ich will speichern.
es nur dieser eine Speicherplatz gibt. Aber wirklich. So, gut. Wieder. Da habe ich jetzt aber nichts, was ich da reingehen kann. Nein. So, jetzt aber rauf hier. Jetzt ab. Okay, so, du bleibst schon da liegen. Muss ich überhaupt drauf? Und noch da kurz um die Ecke schauen. Nicht, dass wir was vergessen haben. Auf jeden Fall ist da noch irgendein Meisterwerk. Bleib doch liegen! Damit einer. Muss sie aber sehr sparsam sein. Willkommen nach Hause. Ja? Da noch was? Warum zieht er seine Waffe? Okay. Ah! Da hat sich noch einer versteckt. Kriege ich keine Munition mehr? Seid ihr verrückt? Ihr seid verrückt. Der spürt schon wieder. Nicht so, dass der wieder aufgestanden ist. Super. Bitte Munition. Danke. Pistolenkugel. So, ich hoffe, da springt nicht was raus. Du denkst bestimmt, ich wäre grausam, aber das bin ich nicht. Du hast dir deine Gefängnis selbst gebaut.
Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich habe zugesehen, wie du die Welt ausgeblendet und dich in der Dunkelheit verkrochen hast. Hattest die Wahl. Ich habe gesehen, wie du sie getroffen hast, immer und immer wieder. Diesmal wird es nicht anders sein und ich werde wieder hier sein und zusehen. Okay. Bitte komm da nix raus. Wo soll das sein? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und wie? Warum frage ich? Rechts, wo die Dächer die Nacht durchdringen, links, wo die Schritte ihn nach Hause bringen, doch fand er sein Heim, das ihm lieb war und teuer. Der Fluss der Erinnerung führt ihn ins Gefeuer. Jetzt werden wir sterben. 100 pro werden wir jetzt sterben. Das ist das komische Gefängnis da. Also egal, was das Ding da ist. Ah, oh, super. Was war denn der jetzt? Die erste Ziffer war 4. Vier, drei. Und die 7, oder? Ich habe keine Ahnung. Vier. Sieben. Sonst haben wir ja nichts gefunden. Es ist die Frage, sollte ich schon hier sein oder eher später? Oder ist da noch irgendetwas? Ah. 11, okay. Dreizehn. Gut, 7. Drei.
19. Na. Dreizehn, sieben, elf. Okay. Dieses Türchen nehme ich mal. Ich hab nimmer viel Munition. Das ist ein Käfer. Wo kommt der Käfer her? Oh mein Gott! Verschwend noch den blöden Käfer. Danke. Aber ich weiß, wenn ich den blöden Schlüssel nehme, kommt was. Da kommt sicher was. Das ist der Schlüssel für den oben. Kann ich runter speichern? Okay, da war ich. Hoffe ich, dass der tot ist. Dass der tot bleibt. Ja. Bevor ich aber zu dir gehe, würde ich speichern. Will ich speichern. So, wir haben jetzt den Schlüssel für den oberen Türchen. Und eine Münze habe ich auch. Ich weiß nicht, was passiert. Wir werden speichern. Naja, wenn das erst jetzt die erste Münze ist, dann Prost Mahlzeit, super. Oh, fehlen noch vier.
Na, das haben sie ein bisschen blöd gemacht. Dass ständig daher laufen musst, wenn du speichern willst. Das finde ich echt kacke. Ja, wir haben aber jetzt noch einen Schlüssel, gell? Außerdem fällt uns noch ein Geschoss. So, Apartment F2, aber was ist mit den zwei Fotos? Da ist 4 und 7 dahinter drauf geschrieben. Kann ich jetzt nicht sagen. Treppenschlüssel F2. Wir müssen da rein. Das da wissen wir auch noch nicht, gell? Scheint verstopft zu sein, aber Oma was, glaube ich, auch noch was. Ich muss hier rein. Aber da komme ich auch nicht. Auch nicht weiter, gell? Bis zu Stufen. Glaube ich aber auch nicht weiter. Okay, komme da raus, gut. Dann gehen wir weiter rauf. Tipp, ja, du kannst gleich da bleiben. Und
Und ja, das war klar, dass ich da jetzt nicht hin kann. Ganze Munition verschwenden. Wohin muss sie denn jetzt? Bleib schön liegen. Leben die jetzt alle, oder was? Muss ich überhaupt da rein? Warum ist hier Blut? War das vorher schon? Weiß ich nicht, bin ich richtig, bin ich nicht richtig. Das ist ein reines Labyrinth hier. Da fehlt auch was. Na, geht da oben, kann ich jetzt nicht benutzen. Warum auch immer. Da komme ich da wohl nicht weiter. Eigentlich habe ich ja diese Tür gesucht, aber er lässt mich nicht.
hierher richtig? Ich weiß es nicht mehr. Kleine Treppenschlüssel. Ja. Ah, da ist eine Baum, okay. So, merken, 201, da waren wir noch nicht drin. Wo? Diese Tür? Okay, also gerade. Gerade weiter. Dann links. Gerade weiter. Ein Labyrinth ist das. Okay. Zu dieser Tür, aber der wird mir nicht los. Genau, das ist die Tür, was wir. Offen. Ja, yeah, ich kann speichern. Oh, das ist schön. Wenigstens. Aber wo bin ich denn jetzt? Muss ich jetzt rauf oder runter? Laden ist immer gut. Wo bin ich? Ah, okay, das ist dann der Tür. Passt, jetzt sind wir da. Ich weiß nicht, ob man da ist. Da ist doch wer, oder? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Who's there? It wasn't me. I didn't do it. I didn't do it, I swear. Hey, are you okay?
I didn't do anything. He was like that when I got here. He? Oh, you mean the man back there? In the kitchen? I didn't do it. I swear I didn't kill him. Yeah, it's all right. I'm not saying that you did. Look, my name is James. James Sunderland. Eddie. Eddie, okay. So, do you live here, Eddie? No. I'm not even from this town. It's just... Something brought you here. Yeah. Yeah, you could say that. Well, they came at me. I didn't know what to do, so I ran. I came here. Figured it might be safe, but then I found the guy in the fridge. Easy, deep breaths. Look, this place, it's not safe. These things, this whole town, there's something wrong with it. It might be best if you just get out of here. Yeah, you're right. Hey, you want to come with? Maybe together we can find a way out of this town. Oh, sorry, but I can't leave. Not yet. I need to find someone. Oh. Eddie. Be careful. Yeah. You too. Das ist ja nichts, was ich nehmen kann. Muss ich überhaupt da lang? Super, wo soll ich denn hin? Das war klar. Oh mein Gott. Lauchi. Bitte kein Herzinfarkt. Ich bin eh gerade überfordert. Ihr bleibt aber schön da drin. Bleibt drin. Ich will da rein. Lass mich rein, lass mich rein. Mal auf, mal auf. Was von drauf gehen. Ich komme ja nicht einmal durch. Ich
geht sie nie aus. Bleib doch stehen. Warum komme ich da nicht rein? Oh ja, jetzt. Mein Gott. Echt jetzt? Jetzt bin ich wieder da. Oh, ihr wollt mich doch veräppeln. Ach Gott. Ja, die Tür ist jetzt offen, aber das hilft mir nicht weiter, weil ich komme nicht. Ich muss auf den dritten Stock. Wo habe ich diese blöde Tür? Da komme ich nicht hin, weil die Tür gesperrt ist. Aber hier muss doch noch eine Tür sein. Oh, ernsthaft? Ja, das ist... Da sind noch zwei drin, aber wie komme ich zu den anderen Fragezeichen noch einmal? Oh Mann, oh! Und mir fehlen noch 4 Münzen. Irgendwas ist im Pool, wo die zwar noch sind. Der eine Schacht, da komme ich auch nicht hin. Dann haben wir noch den komischen Schloss. Oh, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Bleib liegen. Wo bin ich da? Da habe ich die eine. Ja. Den haben wir. Da geht es nicht weiter.
Echt jetzt? Ausgerechnet jetzt muss er aufstehen, weißt? Oh, Mama mia. Genau. Das ist das. So, wir haben die zwei Fotos. Okay. Da haben wir noch die Wahl gehabt, drauf zu gehen. Und wir sind runter. Voilà, dritte Etage. Jetzt nur die Frage, muss ich hier noch sein? Ob nämlich keine Munition mehr. Oh, da ist mehr wie eine. Jetzt sterbe ich. Super, jetzt habe ich mich festgepackt. Na? Ach, Mann, oh. Danke. Da war aber noch einer, gell? Bitte gib hier die Medizin. Dich. Wie gesagt, jetzt werden wir sterben, ne? Ach Gott.
Friends. Ich habe dich schon gesehen. Da ist auch eine. Warum gleich so viele auf einmal? Könnt ihr nicht warten? Komm bitte. So, ich weiß, dass hier etwas ist. Okay, habe ich schon gesehen. Ich weiß es, ich kann es spüren. Alles sieht ganz normal aus, aber das ist es nicht. Tief unten, da pulsiert etwas, versucht hervorzubrechen, oder? Oder sollte ich zu ihm gehen? Ich muss es freiliegen, es aus einem Versteck reißen. Der will, dass ich da reingehe. Komm raus. Ich komme erst rein, wenn du rauskommst. Jetzt kommt er, ne? Nur die Frage 1. Na, mehr wie eine. Misch dich nicht ein! Ah, oh. Oh, jetzt geh ich drauf! Komm schon! Ach Gott! So, Medizin, aber Dali. Wenn jetzt noch einer ist, bin ich sowieso tot. Sei gütig, ich brauche Medizin. Nein, bist du nicht gütig. Weiß ich nicht, ob's gut ist. Medizin. Oh, Saft in Dosen. Schlüsselobjekt, Saft in Dosen. Eine ziemlich schwere Packung mit mehreren Dosen Saft. Kann ich nicht trinken? Ah,
keine String. Münze Nummer 2. So, wie komme ich da jetzt raus? Verstehe nicht. Irgendwo hier. Mal kurz. Ich geh mal kurz, egal. Egal. So, das ist die, was nicht aufgeht. Oh. Da muss ich. Komm, krieg ich den Saft, kann ich trinken? Ja, die Münze. Ich will den Saft. Muss aber da nochmal hin. So, Münze Nummer 2. Drei Münzen fehlen noch. Definitiv mehr. Definitiv mehr, mehr, mehr. Medizin. So, ich probier's. Wenn ich stirb, stirbe. Bitte bleib doch liegen.
jetzt Hilfe. Das ist klar. Wenigstens 4. Aber Medizin war mir auch recht, wenn ich ehrlich bin. Das wäre mega cool. Ja, ich muss den Deppen da. Mir leider nichts anderes überbleiben. Alles geguckt wegen Medizin. Na gut, ich habe sowieso vorgehabt, so lang zu spielen, bis ich einmal stirb. Wir sind wieder gestorben, ihr Lieben. Aber ja, ich muss schauen, wie ich das mit der Medizin dann mache. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet Spaß gehabt. Und hoffe, dass ihr das nächste Mal wieder reinschaut. Gut, ihr Lieben, kann ich nicht sagen, ob es morgen ausgeht, dass ich spiele. Ich werde es versuchen, aber kann nicht versprechen. Ich wünsche euch trotzdem eine wunderschöne Nacht und einen schönen Start ins nächste Tag. Gut, ihr Lieben, macht's gut. Schlaft schön. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.